Hallo miteinander. Wir warten noch, bis ein bisschen mehr Leute drin sind. Schreibt mir doch bitte schnell, ob es okay ist, ob wir starten können, ob ihr bereit seid. Dann würden wir anfangen. Gut, ich glaube, wir können starten. Sehr gut. Heute assistiert mir der Sifu Alexander Klug. Er trägt den vierten Dan und ist Schulleiter der Schule in Zürich, wo wir da auch Gast sein heute. Wir würden als erstes wieder starten mit der Begrüßungszeremonie. Darf ich dich gerade bitten? Du musst reinkommen, ja. Komm rein. Quiet down. Ja, Kogon. Igogon, Samgogon, Sifu, vielen Dank für die Lektion. Gut. So, ich hoffe, zwischenzeitlich sind es noch mehr Leute, sodass wir anfangen können. Wir würden gerade anfangen mit einem leichten Hüpfen. Könnt ihr gerade mitmachen? Du darfst das übernehmen. Dann mit Ausfallschritt. Dann nehmen wir unsere Hände mit. Und wir wechseln den Schritt. Und gehen zum Hampelmann. Es ist richtig, wenn ihr jetzt euren Körper ein bisschen spürt, wenn ihr merkt, dass ihr allmählich ein bisschen Luft braucht, dann ist das richtig. Der Körper soll merken, jetzt geht es los. Dann gehen wir wieder ein bisschen zusammen und da gehen wir nachher ganz runter, schauen, dass ihr wirklich ganz runter geht, auf den Fersen bleiben und wieder raufkommen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut. Dann kommen wir zu den 4 Rückenübungen. Fangen wieder so an. Gehen raus. Dann sind wir wieder zusammen, kommen wir zu der nächsten Übung. Gut. Dann
Können wir mitmachen? Und die letzte, wieder von da aus startend. Die Hände führen, verdrehen. Gut, dann die Arme nach oben, einen Arm nach hinten, einen nach vorne, so dass wir zwei unterschiedliche Richtungen haben, selbstverständlich dann auch mit Richtungswechsel. Könnt ihr gerade probieren. Dann die Arme draussen behalten, eine nach innen, eine nach außen drehen. Dann die Arme wieder strecken, das gleiche mit den Handgelenken, eins nach hinten, eins nach vorne drehen. Dann auf und ab. Auch hier gegengleich. Und links und rechts. Und die Hand nach vorne nehmen. Jeden Finger einzeln und aufspicken. Dann von nach innen gehend drehen. Und die andere Seite gerade. Dann den Unterarm drehen, wir nehmen unsere linke Hand, dehnen da den ganzen Unterarm auf der Innenseite, selbstverständlich nachher dann auch auf der anderen Seite. Und die andere Seite. Gut. Dann den Handdruck auf die Brust und oben runter drücken. Und die andere Seite. Gut, und lockern. Dann den Kopf auf und ab. Versuchen, den ganzen Bewegungsumfang vom Kopf zu brauchen. Dann seitlich schauen.
und seitlich legen. Und dann kreisen wir zuerst auf die eine Seite. Und dann auf die andere Seite. Dann dehnen, rechts mit der Hand über den Kopf. Und den Kopf abziehen. Und links. Und vorne runter. Dann die Hände in die Hüfte und grossen Kreis machen mit der Hüfte. Auch hier machen wir beide Seiten. Versuchen den Kopf von Ort zu behalten. Gut. Dann gehen wir ganz runter. Strecken das Knie ganz durch, gehen wieder ganz runter. Dann die Füße zusammen, in die Knie und kreisen. Das gleiche auch auf die andere Seite. Dann kommen wir schon zu unserer ersten Dehnungsübung. In die Mitte. Und auf die andere Seite. Und nochmal in die Mitte und dann geht zum linken Fuß. Zum rechten Fuß. Dann wieder links. Oben bis auf den Ellbogen. Einmal ums Bein herum mit der linken Hand und rechts auf den Ellbogen. Dann in die Mitte, beide Füße heben und mit dem Kopf versuchen zwischen den Beinen durch.
Dann auf die rechte Seite. Wieder in die Mitte. Versuche ein bisschen tiefer zu kommen. Gut, dann auf den rechten Fuß, der linke fast gestreckt. Und die Hände zusammen hin und her wechseln. So tief wie möglich wechseln. Und so stehen bleiben, sodass das linke Bein gestreckt ist und führen lange zum linken Fuß. Das Knie hinterher drücken. Gut, dann auf die andere Seite wechseln. Genau dasselbe mit dem linken Arm. Und das Knie hinterher drücken. Dann absitzen, das linke Bein strecken. Und mit beiden Händen übers Kreuz zum Fuß langen. Versuche mit geradem Rücken von unten her führen zu kommen. Und eindrehen. Dann das andere Bein. Wieder mit beiden übers Kreuz, beiden Händen übers Kreuz führen lange.
Dann eindrehen. Dann beide Füße führen und beide Füße mit der Hand heben. Dann innen durchheben. Aussen durchheben. So idealerweise kommen wir mit den Ellbogen sogar am Boden. Alex würde jetzt das nicht machen. Ah, schau. Gehört dann die Beine auseinander. So weit wie es geht, versuchen noch ein bisschen mehr. Und dann zuerst mal einfach gerade führen. Noch ein bisschen weiterführen. Dann auf die linke Seite. Die rechte Seite. Dann die Füße zusammen. Möglichst schnell heranziehen und versuchen, die Knie runterzudrücken. Dann den linken Fuß heben und strecken. Rechte Fuß heben und ebenfalls strecken. Dann über das Kreuz. Das andere Bein.
Gut. Dann Schneidersitz machen, die Hände zusammen und ohne Hände aufstehen. So, die erste Übung aus einer höheren Scherenstellung raus. Das linke Bein ausschwingen, über eure eigene Schulterhöhe. Das gleiche machen wir nachher. Das zeige ich nachher. Bereit? Ja. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und abschliessen. So. Sepp in Ma. Die Hände führen. Einatmen, ausatmen. Ein, aus. Einatmen, ausatmen. Volle Muskelspannung. Tief runter, im Bauch runteratmen. Konzentration abnehmen. Versuche stabil zu stehen. Schauen, dass er nicht umschwankt, sondern versuche einfach stabil mit den Beinen anzustehen. Geht probieren, bereit? Eins, zwei, drei, dreieinhalb. Sepp in Ma. Und selbstständig atmen. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2 und das letzte Mal gut und abschliessen. So. Die nächste Übung ist auch wieder, die Arme sind draußen und ich schwinge mein Bein gerade auf. So, einmal links, dann wechseln, einmal rechts. Ihr habt gesehen, was Alex gerade gemacht hat. Schauen, ob ihr genug Platz habt rundherum. Nicht, dass ihr die halbe Wohnung auseinander nehmt, wenn ihr mit uns trainiert. Wir fangen mit dem linken Bein an, bereit? Die Arme draussen behalten, schauen, dass ihr an Ort bleibt. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Noch 10 Stück. 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und abschließen. Wir kommen zu Ping Choi, unserem geraden Schlag nach vorne. Los, in die Mitte gehen, im letzten Drittel drehen. In die Mitte, letzten Drittel drehen. Jeweils mit diesen zwei Knöcheln schlagen. Die Arme werden nie ganz durchgestreckt. Machen wir auch wieder in der Ritterstellung. So, links ist da vorne. Bereit? Sieben Mal. Links ist da vorne. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Und abschliessen. Bei der nächsten Übung stehen wir etwa einen Zentimeter auseinander mit den Füßen. Sind sie da? Ausatmen. Und wieder einatmen. Aus. Mit unserer Vorstellungskraft immer in den Unterbauch und wieder in die Hände und in die Füße. So, Unterbauch, Hände, Füße. Unterbauch, Hände, Füße. Immer volle Muskelspannung. Könnt ihr gerade mit dem Alex mitmachen. Etwa einen Zentimeter auseinander mit den Füßen. Und los geht's. Ja, im eigenen Tempo. Hi, Peter Chan, hallo. Nice to see you again. Noch drei. Zwei. Und das letzte Mal kommen. Einmal machen wir es noch. Sehr gut. Und abschliessen. Der Peter Chan, den ich jetzt gerade begrüßt habe, der ist aus Amerika, auch Hungar, auch unsere Kung-Fu-Familie. So, ihr seht von überall von der Welt, wir sind alle zusammen, eine Familie. So, wir machen gerade weiter. Reiterstellung. Kommen leicht führen, nicht zu fest, gehen in die Scherenstellung und wieder retour. Raus, Scherenstellung und wieder retour. So, eins, zwei, drei, vier.
Eins, zwei, drei, vier. Geht probieren. Sepin Ma. Mit dem linken gehen wir zuerst raus. Und eins, zwei, drei, vier. 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 Und der letzte Durchgang, einmal links, einmal rechts. Und eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Gut, und abschliessen. So, die nächste Übung, die wir auch noch für unsere Form brauchen können, Gunji-Fok-Fok können. Wir stehen Kranichstand, kommen hier rauf, Tai Tai, und von da aus kicken wir. So, kommen hier rauf. Wir sind leicht eingedreht. Kicken, 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 kicken. Das Gleiche machen wir noch auf die andere Seite. Kommen rauf, Tai Tai, und kicken. So. Gehen wir zuerst mit dem linken Bein rauf. Okay, schön die Balance halten. Am besten fokussieren auf einen Punkt. Mit dem Fersen geschlagen. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, 16, 17, 18, 19, 20. Gut, die andere Seite. Fokussiere auf einen Punkt. Balance behalten. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gut, und abschliessen. So, die nächste Übung ist aus der Reiterstellung und ich drehe um hier hin. 1, 2 und komme wieder retour. Ich drehe 1, unten durch, 2, komme wieder retour. 1, 2. Schaut darauf, dass ihr nicht bis ganz überdreht, sondern nur so schräg. Und wieder retour. 1. 2. 3. 4. 1, 2. Retour. Probieren mitzumachen. Wir machen es nicht zu schnell. Also ein bisschen langsam, gell? Reiterstellung, Sepin Ma. Und eins, zwei, drei, retour. Eins, zwei, drei, retour. Eins, zwei, drei, retour. Eins, zwei, drei, retour. Eins, zwei, 3, retour. 1, 2, 3, retour. 1, 2, 3,
Retour. Eins, zwei, drei. Retour. Eins, zwei, drei. Retour. Eins, zwei, drei. Retour. Gut, und abschliessen. So, gehen wir zu der Gunji von Gfukun. Wir machen sie gerade am Stück, so weit, bis wir, wie wir sie können. Wir haben es letztes Mal geübt und wir sind bis da angekommen, wo wir da raufkommen. Und bis da sind wir gekommen. Mögt ihr euch erinnern? Okay, ich könnte es mir nicht sagen, aber ihr mögt euch erinnern. Fangt da hinten an. Wieder da. Ganz langsam, ich zähle es durch. Ich hoffe, so kommen wir ein bisschen vorwärts. Wir probieren das. Also, bereit? Und eins, hinten aufmachen und langsam zu Fuß wieder zu. Zwei. Drei. Und gerade aufziehen. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, gerade rücken, 4, 5, 6, 7, einatmen, ausatmen, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 1, 2, 3 und stehen bleiben und abschliessen. Gut, wieder retour zum zur Anfangsposition. Wir machen das gerade nochmal und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ciao Anna Maria, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und abschließen. Und zurück, machen wir es gerade nochmal. Und eins, wo sie hinter dem Körper sind. Zwei. Drei. Und hochziehen. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ich bin schnell, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und abschließen. So, jetzt machen wir den neuen Teil. Von da aus 1, 2, 3, 4, 7 Bad Fan, 5. 6, 7, 8. Also nochmal von der Reiterstellung aus. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir es gerade mit dem Alex zusammen. Bereit, Reiterstellung. Hey! Füße hinterher ziehen zur letzten Rippe und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut, und abschließen. Nochmal von der Reiterstellung aus. Und 1, 2, 3, hinterziehen den Arm, 4, 5, 6, 7, 8 und abschließen. Nummer von dritter Stellung aus. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. So, dass es schön über die Hand geht, da unten durch und rauf. Genau. Und abschliessen. So, machen wir nochmal den ganzen Teil. Von Anfang an. Bereit? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der innere Arm drückt raus, der ausser drückt innen. Die Ellbogen sind ungefähr auf Gurthöhe. 8. 9. 10. Elf. 12. 13, 14, du musst weitergehen, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, alle Finger wirklich brauchen und reissen, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und abschliessen. Machen wir nochmal. Geht mitmachen, so dass ihr es nicht vergessen. Ihr müsst das auch immer und immer wieder üben. Das ist wichtig. Bereit? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3 und abschliessen. So. Wir kommen jetzt zum Kraftteil. Und nach dem Kraftteil kommen wir dann zu der Abschlusszeremonie, Begrüßung. Und dann kommt die Fragerunde mit dem Tee. Denkt vielleicht daran, dass ihr jetzt schon so langsam überlegt, was ihr gerne fragen wollt. Meistens ist es über Facebook ein bisschen verzögert. Darum wäre es gut, wenn ihr schon überlegt, was ihr fragen wollt. So, wir gehen zuerst zu der Liegestütze. Der Alex hat sich das so gewünscht. Du hast das gewünscht, oder? Ja. Ja, okay. Ich bin gar nicht mehr sicher gewesen. Zeigst du die drei oder vier Versionen. Das ist für die Starken, die so Schultern haben wie er. Das ist für die, die nicht so Schultern haben wie er. Und dann haben wir noch die Version für die, die noch schwächere Schultern haben. Oder stark, stärker, am stärksten. Sagen wir es so, schwach ist nicht so ein schönes Wort. Also haben wir die stärkste Version, die starke, die stärkere Version und die starke Version. Okay, machen wir es so. Gut. Ihr könnt selber wählen, wo ihr seid. Wichtig ist aber, dass ihr durchhebt, dass ihr es durchbeisset, so dass ihr wirklich stärker werdet. Wir wachsen nur mit Widerstand. Sind ihr bereit? Okay, gut. Bereit? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, habt ihr gemerkt? Er gibt richtig Gas. Ich hoffe, ihr gebt auch richtig Gas. Wir gehen weiter. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gut, schnell eine Pause machen, schnell die Arme bewegen. Schau, ein bisschen dehnen hier, Schulter- und Brustbereich. Ein bisschen Luft holen, weil wir kommen gerade zum Endspurt, die letzten 20. Ich frage dich nicht, ob du ready bist für die letzten 20. Du hast schon den Liegestützblick drauf. Okay, gut. Bereit? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sehr gut. Ich hoffe, ihr habt alle mitmögen. Wer fragt mich nachher, ob ihr mitgemacht habt? Und ich weiss es dann halt auch nicht. Oder? Gut, umkehren, Rumpfbeugen. Machen wir noch etwas fürs Bäuchli, respektive gegen das Bäuchli, fürs Sixpack. Und 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Die letzten 10. Sixpack, das er hat, muss verdient werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, sehr gut. So, haben wir den Kraftteil auch geschafft. Wir machen jetzt zuerst Begrüßung und dann kommen eure Fragen zusammen mit unserem Tee. Vielleicht würdet ihr auch einen Tee trinken. Wäre jetzt der Moment, wo ihr hier müsstet, vielleicht schnell drücken, damit das warm wird oder schnell einschalten oder so. Wir machen jetzt die Begrüßungszeremonie. Komm gleich. Quai tai. Yat Kogon. I Kogon. Sam Kogon. Sifu. Mir danken dir für die Lektion. Danke dir für deinen Einsatz. Es war hart, oder? Besser als letztes Mal. Besser als letztes Mal, okay. Gut, ich hole schnell den Tee. Ich hoffe, es hat da schon ein paar Fragen. Eine ist gelingen gekommen. Willst du schon lesen? Klar, ich bin schon bereit. Fabian Käppeli. Hoi Fabian. Fragt, also zuerst mal vielen Dank für den Unterricht. Und fragt um deine welche Vorteile bzw. was ist der Unterschied, wenn ich beim Spagat-Teil den Kopf zwischen die Füße platziere? Ich glaube, er meint das Stretchen und den Kopf nachher probiert zwischen den Beinen. Mhm. Eigentlich müsstest du es gemerkt haben, was der Unterschied ist. Das ist wie wenn du nachher sitzt und versuchst runterzukommen, weil du da nachher viel weiter runterkommst. Das ist eigentlich eine sehr gute Übung zu machen. So, üb die weiter. Gute Sache. Nicht alle auf einmal. Sind schon am Verschnaufen wahrscheinlich. Ja, du auch, oder? Ich Tee am Holen. Mach nichts, kannst du für den ersten Aufguss, den ich schon weggeleert habe. Sind wahrscheinlich noch bei den Sit-Ups. Schon verzögert, sind immer noch bei den Sit-Ups. Okay. Siehst du darauf, wie fest das verzögert ist? Nicht, oder? Ist immer noch nicht? Ah, oh, okay. Ich habe noch nicht gewunken. Ah, okay. Jetzt reden wir über Sit-Ups.
Ich glaube, es braucht einen Moment. Ihr seht, es ist recht verzögert. So, stellt eure Fragen schnell. Jetzt habe ich gewunken. Also können wir gut dazwischen den Tee trinken. Ja. Problemlos. Problemlos. Jetzt ist eine Frage reingekommen. Vielen Dank für den Unterricht von Linda Zeller. Linda, hallo. Sie hat eine geschichtliche Frage. Mhm. Worin hat die Motivation bestanden, als nicht geistlicher Mönch, also als Kampfschüler, ins Schalinkloster einzutreten? Okay. Es kommt ein bisschen auf die Zeit drauf an, aber fast immer, fast zu jeder Zeit ist es darum gegangen, dass du an einem Ort gewesen bist, wo wie eine Forschungsakademie gewesen ist. Das Shaolin-Kloster ist so für die kämpferischen Fähigkeiten, für die spirituellen Fähigkeiten und auch für die medizinischen Fähigkeiten. Das Wissen dort ist wie so zentriert worden. Und das ist natürlich immens gross. Und das ist natürlich schon faszinierend, dort können, zu lernen. Ich hoffe, das langt. Der Ruben fragt, vielen Dank für den Unterricht, und fragt, wenn ihr euch entscheiden müsstet für eine einzige Übung, welche Übung wäre das, die man jeden Tag soll und kann machen? Vielen Dank, Sifu. Sehr gerne. Glücklicherweise muss ich mich nicht entscheiden. Es gibt nicht eine Übung, sondern ich muss halt leider wirklich mehrere Übungen machen. Ich weiss, du hättest gerne eine spezifische Übung oder eine Antwort, aber ich kann dir das nicht geben. So, nein, es gibt so viel zum Lernen und es ist alles wichtig. Es ist nicht eine Übung wichtig, sondern eben alle. Sorry. Alex? Sifu. Danke vielmals für deinen Einsatz. Zum Wohl, danke euch, dass ihr dabei seid. Sehr fein. Ja. Der Sven möchte gerne wissen, was du zum Dehnen zu sagen hast. Was dabei wichtig ist und auf was man achten muss. Hallo Sven. Ich habe doch ein ganzes Buch geschrieben über den. Auch das ist ein komplexes Thema mit verschiedenen Dehnungsmethoden. Es gibt mehrere Methoden, wie man dehnen kann. Wir streifen das im Unterricht eigentlich nur. Man kann da viel tiefer drin hineingehen. Ist ein interessantes Thema. Aber auch etwas, das ich dir nicht in einer Minute sinnvoll erklären kann. Vielleicht so viel. Also erst einmal sicher das Dehnungsbuch von mir. Und das andere ist etwas, das man auch täglich muss üben, wenn man beweglich werden oder bleiben will. Und darum wichtig. Alex, next round. Yes, danke schön. Schön Blätei, oder? Ja. Und nochmal zum Wohl. Zum Wohl. Von unserer Community. Das ist die nächste Frage. Sorina will gerne wissen. Also, auch vielen Dank. Natürlich. Sehr gerne, Sorina. Hallo. Frage von Dirk. Welche Rolle spielen die traditionellen Waffen, Hellebarde etc. heute noch in der Kung-Fu-Ausbildung und Praxis? Das ist aber zuerst jetzt der Dirk, nachher Sorina hat nur... Sorina hat sich bedankt. Ah, okay. Frage kommt von Dirk. So. Ah, okay. Gut. Hallo, Dirk. Ja... Kung-Fu hat sich immer verändert und wird sich wahrscheinlich auch immer verändern. Damals sind natürlich viele Waffen wie Bänkli, Flöten, Hellebarden, die du angesprochen hast, Tigergabeln und Dreschflegel und alles Mögliche sind sehr, sehr wichtig gewesen, weil das die einzigen Möglichkeiten gewesen sind, die man damals zur Verfügung hatte. Und wenn ich das so aufzähle, merkst du vielleicht auch, dass es von Alltagsgegenständen gekommen ist. So, Tigergabeln war eine Mistgabel, oder? Und ein Dreschflegel ist klar fürs Korn, zum das Korn rausschlagen. Und so sind ganz viele Waffen entstanden, versteckt auch.
Und heute hat das natürlich eine andere Bedeutung. Wir haben noch so Waffenformen, aber sie haben sicher nicht mehr den gleichen Stellenwert, nicht mehr die gleiche Bedeutung. Der Ari von der Minifarm Winterthur sagt: Lieber Sifu, lieber Sing Alex, danke für das Training. Wie hast du Chiu Chilin kennengelernt? Und wie hast du dich entschieden, dass er dein Sifu werden soll? Liebe Grüße, Ari und Patrick. Also hallo miteinander zuerst mal. Ich hoffe, ihr habt gut mitmögen. Ich habe meinen Lehrer kennengelernt. Also ich muss ein bisschen ausholen. Ich hoffe, es ist okay. Ich habe mit etwa 6, 7 bin ich in die Kampfsportwelt hineingekommen. Also dann habe ich angefangen, die Welt zu betreten. Und ich habe dann mit Judo angefangen zuerst. Und in dem Dojo, wo ich Judo gemacht habe, ist auch Jiu-Jitsu und Karate gemacht worden. Und ich habe dann später auch die zwei Sachen noch gemacht. Und während ich dann älter geworden bin, trainiert habe, habe ich dann auch andere Kampfsportarten. Ich habe auch mal noch geboxt und bin dann auch so in verschiedene Kampfsportarten, verschiedene Seminare und Lehrgänge gegangen, weil ich einfach interessiert war. Ich wollte mehr lernen, mehr verstehen. Und darum bin ich dann auch an verschiedene Lehrgänge gegangen. Meinen Lehrer habe ich dann so 19, ich bin nicht mehr ganz sicher, 87 oder 89, habe ich ihn kennengelernt in Zürich-Leimbach, an einem Seminar, das er über Pfingsten gegeben hat. Das ist eines dieser zahlreichen Seminare, die ich besucht habe. Ich habe ihn dann dort kennengelernt. Ich war beeindruckt von seinem tiefen Wissen, weil er wirklich sehr, sehr viel weiss und das auch bereit war, es zu vermitteln. Sein extrem hartes Training, gleichzeitig aber auch seine humorvolle Art, weil wir wirklich viel Spass hatten. Ich hatte nach diesen 3 Tagen den Muskelkater von meinem Leben damals. Und ihr müsst euch das auch ein bisschen vorstellen, ich bin ja trainiert gewesen. Ich habe jeden Abend 2-3 Lektionen irgendwelchen Kampfsport, Kampfkunstarten gemacht und bin dann an das Pfingstseminar gegangen und habe meinen Lehrer kennengelernt. Und dann damals, mit etwa so 18, als ich ihn kennengelernt habe, habe ich dann gefunden, wow, was für ein Mensch, was für ein Wissen. Ich habe gar nicht gewusst, dass er Filmschauspieler ist. Das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht gewusst. Und ich habe auch nicht gewusst, dass er aus einer direkten Linie kommt, aus dem südlichen Shaolin-Kloster. Ich habe nicht gewusst, dass er der Stiloberhaupt ist und eine riesige Kapazität ist. Das habe ich alles gar nicht gewusst. Ich habe gewusst, dass er Grossmeister ist, aber viele Hintergrundsachen habe ich nicht gewusst. Und dann habe ich war noch in der Lehre gewesen, habe ich dann Geld gespart und bin dann nach zahlreichen Briefen, die ich ihm geschrieben habe, nie beantwortet bekommen habe, bin ich dann auf Hongkong und habe angefangen unter ihm lernen. Und das war wirklich so. Also ich war in Hongkong, in Ding Dong. Oder? Jiu Kao, der Vater von meinem Lehrer, hat damals die Tür aufgemacht. Und ich habe ihm dann versucht, es verständlich zu machen, weil ich kein Englisch, er auch nicht, er nur Kantonesisch, ich nur Schweizerdeutsch. Damals haben wir dann versucht, verständlich zu machen, dass ich unter Jiu Jilin lernen will. Er hat dann seinen Sohn angerufen. Der ist dann auch gekommen und der Unterricht hat angefangen. 8 bis 10 Stunden jeden Tag. Das war damals dann mein Start. Ich hoffe, es langt so ein bisschen. Es ist eine Kurzversion, aber ich hoffe, es langt ein bisschen. Sorry für die, was zu lang war. Jetzt kommen sicher viele Fragen, wenn ich so viel erzählt habe. Sehen wir gerade. Ich fange mal an mit dem Christian Lütold, der sich bedankt bei uns. Und, Christian? Fragelos glücklich ist heute. Das ist sehr schön. Das ist auch eine schöne Formulierung. Fragelos glücklich. Zum Rolex. Zum Wohlsein. Ui, jetzt ist er bitter. He? Oder? Du bist ja gerade ein bisschen stark, oder? Hast du ihn gerne so? Ja, kommt jetzt noch nicht schlecht. Okay, kommt gerade der zweite. Alexander Widmer fragt: Danke für den Unterricht. Was habt ihr als Ersatz für den Schoko-Osterhasen gegessen? Alexandra, hallo. Dankeschön. Ich verstehe jetzt nicht, was du meinst mit Ersatz. Du auch nicht, oder? Okay. Also ich hatte meinen Schoki-Osterhass. Jetzt ist er gut. Fabio Oswald.
Lieber Sifu, lieber unbekannter Sihin. Besten Dank für das Training. Wie hat es einer deiner Schüler geschafft, mit dem lila Gürtel die Lehrfunktion zu übernehmen? Beziehungsweise wie hat er das gemeistert, dass Sie ihn als würdig dafür erachtet haben? Fabio, oder? Oswald, ja. Ja, Fabio, hallo. Ich hoffe, du hast mitmögen. Ja, es ist derjenige, der hat sein ganzes Leben umkrempelt, der hat Stellen gewechselt, der ist gezügelt, der hat gemacht und da. Und bei uns ist Violett vor dem Schwarzgurt, das ist gerade eine Stufe voran. Und der hat wirklich sein ganzes Leben umkrempelt. Und ich finde, das ist schon beeindruckend und das muss auch irgendwo honoriert werden. Und darum habe ich ihm den Schritt voran erlaubt. Und er hat dafür die Versprechung, respektive Verpflichtung, dass er das Jahr noch den Schwarzgurt macht. Das ist die Abmachung, die wir haben. Dafür hat er in Chur schon starten. Dann fragt der Dominik über die Linda. Lieber Sigung, lieber Sifu, vielen Dank für die Lektion. Die Techniken im Kung Fu, wie wir sie lernen, sind ja hochgefährlich für den Gegner und nur für ernsthafte Bedrohungen gedacht. Nicht für kleine Rangeleien und Barraufereien, so wie ich das verstanden habe. Wie sieht es denn mit Handwerkszeug für Situationen aus, in denen ich meinem Gegenüber nicht bzw. den Ellbogen brechen will? Gibt es zum Beispiel Seminare, in denen Deeskalationstechniken vorkommen? Ja, sali Dominik, ich hoffe, du hast heute gut mitmögen und ich hoffe, dass nicht wieder dann lädiert bist nach dem Unterricht. Ja, natürlich gibt es das. Du kannst selber wählen, wie fest du jemandem willst, weh machen oder nicht willst. Und ja, natürlich haben wir solche Lerninhalte. Im Grundsatz ist es aber so, wie wenn du lernst schiessen. Es ist halt schwierig, jemanden nicht so fest zu erschiessen. Merke das, er lacht schon, es ist einfach schwierig. Oder? So, wenn es dann so weit ist, oder? Stell dir vor, im Krieg, oder? Du hast deine Schusswaffe, es ist Krieg wirklich. Oder? Es ist schwierig, den Gegner nicht wirklich zu erschiessen oder nicht anzuschiessen. So. Du gehst einfach das Risiko ein. Darum sollte man sich auch gut überlegen oder sehr sicher sein, ob man wirklich will, sich dem Kampf stellen will. Weil es sehr definitiv kann sein. Es war sehr essentiell gewesen damals, dass man die Verteidigung sich so hat können verteidigen und so hat können kämpfen. Für heute ist es vielleicht manchmal einfach besser, wenn man es sein lässt. Es muss vielleicht einfach nicht sein. Ich hoffe, das langt. Tee! Dankeschön. Besser. Besser. Nathalie Strasser schreibt noch, vielen Dank für den Unterricht von Sing Alex. Nathalie, hallo. Keine Frage von der Nathalie? Nein. Ich denke, da kommen gerade noch mehr. Sie ist auch fraglos glücklich, offensichtlich. Ah, okay. Dankeschön. Bitte sehr gern. Machen wir noch einen Aufguss, was meinst du? Mhm. Hätte ich das rausgepopelt, Hanna? Der Jonas Giesel sagt, hallo lieber Sifu, hallo lieber Sigum. Vielen Dank hallo. Für den Unterricht, ein super Geburtstagsgeschenk. Ich habe dann heute Geburtstag. Ah, schön, Happy Birthday! Und die Frage, keine Geburtstagsfrage? Keine Geburtstagsfrage. Eine Geburtstagsfrage, komm, eine. Mindestens. Los, Jonas. Jonas. Jonas, Jonas. Das ist ein bisschen warten da. Eine gute Frage kommt, Jonas. Widme ich den nächsten Schluck Tee dir? Linda schreibt, danke für die Antwort und danke für die Nachfrage. Das Aufwärmen und die Teezeremonie mache ich mit. Den Zwischenteil musste ich leider schweren Herzens überspringen. Ja, sagen wir's. Also sagt Linda. Oder sagt jetzt der Dominik? Wahrscheinlich der Dominik. Dominik. Dabei hast du es so viel mal gezeigt.
Aber der Vorteil ist, du kannst es wieder machen. Es ist ja jetzt dann auf Facebook, es ist auf YouTube. Du kannst es morgen machen, du kannst es übermorgen machen, wann immer du willst. Es ist immer vorhanden. Ja, es ist der Dominik. Gut. Linda hat sicher mitgemacht. Linda ist gerade anscheinend sehr scharf darauf, den Dominik anzutreiben, dass er weiter trainiert. Oder mittrainiert. Sie bittet um Erlaubnis. Zum ihn antreiben? Zum ihn antreiben. Ich weiß nicht, mit welchen Mitteln. Ich bin da wieder draußen. Ja. Du auch. Ja. Ich habe da nicht etwas Illegales verwickelt. Danke. Widmest du jetzt Jonas den Tee nicht? Frage. Okay. Jonas, hast du noch einen Moment? Was, wir geben dir noch ein bisschen. Nein. 5, 4, 3, 2, 1. Mein Schluck. Jetzt wird er milder. Hm? Mhm. Hätte es schon verschoben. Ich habe noch Kraft, das ist schwarz. Sicher? Bitte. Ist das zu wenig streng gewesen? Jonas, letzte Chance, oder? Letzte Chance, Jonas. Für deinen Happy Birthday Wunsch. Kannst du einen Tee holen? Die Läden haben zu, oder? Es ist noch von David Steiger eine Frage gekommen. Lieber Sifu, lieber Sie, Alex, danke für das Training. Meine Frage wäre, ob Wing Chun ein Teil von Hungar ist oder sich einige Techniken überschneiden. Von Wing Chun war ja die Frau von Hung Hei Gung. Das ist mal ein Schluck Tee. Hat es sich dann ausgeteilt? Ja. Zuerst mal David, danke vielmals für deine Frage. Ja, das ist historisch, hat sich da wirklich ein paar Sachen haben sich überkreuzt. Und Hungar ist ja älter. Und du hast richtig erwähnt, Fong Wing Chun. Das ist wirklich tatsächlich so. Man muss aber auch sehen, dass dann die anderen Sachen, die dort weitergelaufen sind, die Wing Chun-Linien, die haben sich natürlich die letzten 200, 300 Jahre auch entwickelt. Und es ist nicht einfach stehen geblieben dort. Sondern da ist auch etwas passiert. Aber sicher ist eine Verwandtschaft dort. Wir haben ganz viele Sachen, die sich überschneiden, die beide haben. Das ist wirklich so, ja. Es ist so ein bisschen wie unser Bruder-Schwester-Stil. So, ja. Es hat auch in Hongkong früher mal eine Situation gegeben, wo das irgendwie so ein bisschen Ärger gegeben zwischen Wing Chun und Hungar. Und Hungar hat dann nicht mit ihnen Konflikt haben, weil es wegen der Verwandtheit. Also das hat es tatsächlich auch gegeben. Aber wäre viel Geschichte, um da alles zu erklären und so. Auf jeden Fall haben wir es gut mit Wing Chun. Mit Wing Chun Leuten. Das scheint vorerst die letzte Frage gewesen zu sein. Vielleicht ganz allgemein und vielleicht auch so als abschliessende Worte. Grundsätzlich verbindet uns immer viel mehr, als uns trennt. Es gibt immer mehr Sachen, die sich verbinden, also wo wir Menschen gleich haben, als wo uns trennt voneinander. Und wenn man jetzt so einen Stil anschaut wie Wing Chun und unserem Stil, dann hat es ganz viele Sachen, die gleich sind. Und auf diese Sachen rumzuhacken, die jetzt unbedingt anders sind, ist dann wie schade. Und so ist es ja in Haufen Themen bei uns. Wir Menschen sind in Haufen Sachen sehr, sehr ähnlich. Also, wir haben alle zum Beispiel zwei Arme, zwei Beine, einen Kopf etc. Und so ganz allgemein, vielleicht ist es manchmal wertvoller, wenn wir auf das schauen, was uns verbindet und nicht unbedingt, was uns trennt.
Das ist, denke ich, ein schönes Schlusswort für heute. Und wenn nicht nur irgendwie eine gute Frage kommt, würden wir da... Kommt gerade eine gute Frage? Ich kann etwas kommen, ich muss schauen, ob es eine gute ist. Okay. Zensur da. Also ich lese einfach vor. Info im Voraus. Ich bin schon nicht verliebt, sagte Fabio Oswald. Ich frage aus reiner Neugier. Besten Dank übrigens noch für die vorherige Antwort. Kam es mal im Hungar-Kung-Fu vor, dass sich mal zwei Schüler in sich einander verliebt haben? Denn technisch gesehen sind ja nicht alle in der Familie Hung miteinander verwandt. Und falls ja, wie wurde dann damit umgegangen? Das klingt aber schon schwer verliebt. Ja, das ist kein Problem. Wir sind ja nicht blutsverwandt, sondern wir sind mit Hungar verbunden. So, das hat es schon x-mal gegeben. So, don't worry. Gut, dann würde ich mich da verabschieden. Danke euch vielmals für euren Einsatz. Danke, dass ihr heute dabei gewesen seid, mitgemacht habt. In zwei Tagen, bereits am Donnerstag, ist der nächste Livestream. Zuerst um 6 Uhr für Kinder und nachher um 8 Uhr dann für die Erwachsenen, Jugendlichen und Erwachsenen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Helft mit, dass da möglichst viele Leute die Kunst erlernen können. Das würde mich wirklich freuen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal.